Die Baureihe 218 ist das Zugpferd für die Autozüge gewesen. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 fast ausschließlich unterwegs. Je nach Motorisierung bringen zwei 218 5600 Pferdestärken an den Zughaken. Für die langen und schweren Autotransportzüge gerade ausreichend. Bis auf 80 Stundenkilometer werden die Züge beschleunigt. Die Mitfahrt ist immer wieder beeindruckend. Wie wir hörten, ist der Streckenabschnitt zwischen Klangsbüll und Morsum zweigleisig. Ungefähr am Kilometer 215 beginnt der Hindenburgdamm. Etwa am Kilometer 226 ist Sylt erreicht. Nun fahren die Züge auf der Insel. In Keitum endet der zweigleisige Abschnitt. Im Regelfall wird hier der Gegenzug aus Westerland abgewartet. Die 218/321 muss ich heute alleine mit dem Zug mühen. Eine Schwester musste kurzfristig in die Werkstatt. Der nächste Sylt-Shuttle ist wieder mit zwei Maschinen bespannt.